Ich stehe hier mit Michael Bautz am Stand der Friedrich Lütze GmbH auf der SPS 2019. Herr Bautz, Sie sind Produktmanager Cabinet bei Lütze und verantworten das Airstream Verdrahtungssystem. Sie präsentieren hier in Nürnberg dieses Jahr eine echte Weltneuheit, das Airstream Kompaktsystem. Was muss man sich darunter vorstellen? Mit dem Airstream Kompakt erweitern wir unsere Airstream-Produktfamilie. Dies wurde speziell für kleinere, kompakte Schaltschränke entwickelt, wo in der tiefen Ebene relativ wenig Platz ist. Und langfristig soll es auch das LSCC-System ablösen. Wodurch unterscheidet sich das neue System vom alten LSC und vom klassischen Airstream? Mit dem Airstream Kompakt arbeiten wir mit Stützern, also gerade in der tiefen Ebene habe ich bei kleinen Kompaktschränken relativ wenig Platz. Da verzichten wir auf Bügel, damit kann ich mehr Platz generieren. Auf der anderen Seite haben wir durch die Stege eine höhere Steifigkeit. Wir haben den Vorteil, über die Gleitmutterkanäle auch jederzeit zu überbauen oder auch Zubehör zu tauschen, wie zum Beispiel Kämme austauschen im 50 mm Raster, unsere Klettbandsockel hier aufzurasten oder einzudrehen. Also letztendlich haben wir im Verdrahtungsbereich die gleichen Vorteile wie beim Airstream auch. Lediglich die Stützer und Bügel unterscheiden sich. Wie ordnet sich Airstream Kompakt in die gesamte Airstream-Familie ein? Ja, auch hier reden wir jetzt von einem Baukastensystem. Der Komponentenbereich ist absolut identisch wie im Airstream auch. Der einzige Unterschied ist durch die Stützer und Bügel und von daher haben wir eine große Familie, die sehr flexibel ist. Für welche Branchen ist das neue Verdrahtungssystem gedacht? Speziell im Maschinenbau, zum Beispiel Verpackungsmaschinen oder auch im Bereich Food and Beverage. Also eigentlich überall, wo wenig Platz vorhanden ist, kann der Airstream Kompakt eingesetzt werden. Vielen Dank für die interessanten Einblicke in das neue Airstream Kompaktsystem.